dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Ho, 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 was geht, Leute? Folge 61 der Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal. Herzlich willkommen. Es geht weiter im Flug und schnurstracks mit der Nummer 292, einem Zitat des Gelbfußes Gotthold, Gottlieb, Wilhelm Friedrich Hegel. Im täglichen Leben heißt es da, ohne besondere Quelle, im täglichen Leben können wir gerade das Haften an solchen Abstraktionen, das Blindwerden bei Menschen beobachten, die auf das abstrakte Denken schelten, die so wenig denken, aber immerfort ihre gewohnten Abstraktionen für die Wirklichkeit halten. Also, auch wenn der gute Hegel für sehr viel dialektische Verwirrung gesorgt hat, mit den Worten Schopenhauers, einer der Kopfverderber an den Universitäten, Schopenhauer ein eingefleischter, sage ich mal, Hegel-Gegner, für den Hegel als Staatsphilosoph der Inbegriff aller dieser Universitätslehrer waren, die nach Schopenhauers Meinung die wahre Philosophie opferten, um irgendwelcher niederen Beweggründe wegen. Schopenhauer, der ja nie eine Professur inne gehabt hat, durch Erbschaft, soweit ich weiß, in die Lage versetzt, sich ein Leben des Philosophierens leisten zu können. Hegel, dessen Hörsäle immer proppenvoll waren, hauptsächlich von Leuten, denen diese Wechselseitigkeit der Dialektik sehr viel abgewinnen konnten, war immer ein Hintertürchen offen gelassen. Aber in dem Fall hier muss ich dem guten Mann recht geben, die Normalverbraucher, die haben gar keine Ahnung, wie viel Abstraktion sie für Realität halten. Jetzt mal von dem zum zigsten Male wiederholten Beispiel vom Obst mal abgesehen, gilt das im Prinzip auf jedes Wort, ob das Tisch ist oder Käse oder Urlaub oder was auch immer. Da gibt es immer noch eine Ebene darunter, die man analysieren könnte, aber die wird aufgrund eines Bewusstseins, das an derlei Reflexion nicht interessiert ist, in keinster Weise berührt. Es wird nicht einmal nachgedacht, reflektiert, ob das, was man so denkt, jetzt unbedingt den sogenannten Tatsachen entspricht. Spielt alles keine Rolle. Es ist einzig und allein der Vergleich mit den Zeitgenossen und deren Streben und Schalten und Weben, und man muss schon Glück haben, wenn man mal auf einen etwas reflektierteren Mitmenschen trifft, um sich von da die eine oder andere Anregung zu holen. Aber in der Regel ist diese Bereitschaft und dieses Interesse spätestens mit der Pubertät dann verschwunden, weil sinnlos, zwecklos, einzig und allein die direkt sich als nützlich erwiesen habenden Tätigkeiten sind der ausschließliche Fokus an dieser Leute. Ja, was soll man sagen? Das ewige Lied von der Dummheit, gegen die kein Kraut gewachsen ist.
die aber als Normalität gilt. Und schon allein der Vergleich jetzt mit einer höheren geistigen Ebene, mit einem etwas anspruchsvolleren Niveau, wird schon als Frivolität angesehen. Allein der Vergleich zum noch übleren Zustand an Information, also mit der allergröbsten Barbarei, ist hier erlaubt, sodass dann die alltägliche Borniertheit dann schon fast wie Studiumsreife erscheint. Es geht weiter mit Alfred aus dem Norden, Weißkopf, Whitehead, Alfred North, Whitehead. Wer nennt sein Kind nach einer Himmelsrichtung, wenn auch als Mittelname, als Zweitname? Wahrscheinlich geht es eben den Vorgänger zurück und keine Himmelsrichtung, aber ich denke mal, im Alltagsleben, die Normalverbraucher, die ohne eine zweite Reflexionsebene, für die ist das so. Bietet sich dann der Spitzname in der Schule an, eben nicht Nordi, sondern Westi oder Osti, vergessen Sie. Eine etwas längere Passage, also festgeschnallt. Das 17. Jahrhundert hatte schließlich ein Schema des wissenschaftlichen Denkens hervorgebracht, das von Mathematikern für Mathematiker geschaffen wurde. Das hervorstechende Merkmal des mathematischen Geistes ist seine Fähigkeit, mit Abstraktionen umzugehen und aus ihnen klare demonstrative Überlegungen abzuleiten, die so lange vollkommen befriedigend sind, wie man über diese Abstraktion nachdenken möchte. Der ungeheure Erfolg der wissenschaftlichen Abstraktionen, die auf der einen Seite die Materie mit ihrer einfachen Lokalisierung in Raum und Zeit erbrachten, auf der anderen Seite den wahrnehmenden, leidenden, denkenden, aber nicht eingreifenden Geist, hat die Philosophie unversehens vor die Aufgabe gestellt, diese Abstraktionen als die konkreteste Darstellung der Tatsachen zu akzeptieren. Dadurch ist die moderne Philosophie ruiniert worden. Jetzt einmal zuallererst vorausgeschickt, es ist hier eine typisch objektivistische Beschreibung, völlig entsubjektiviert. Es wird nicht von einem ganz bestimmten Menschen ausgegangen, der eine bestimmte Meinung hat, sondern es ist hier alles an sich so, in dieser Verallgemeinerung. Das wissenschaftliche Denken von Mathematikern für Mathematiker geschaffen, hervorstechende Merkmal des mathematischen Geistes, also ich habe das schon mal wiederholt, es sind immer wieder Mathematiker gewesen, die gemeint haben, die Art des Beweisens und der Umgang mit Widersprüchlichkeit gemäß dem Urbild der Beweisbarkeit in der euklidischen Geometrie. Es immer wieder hat alle möglichen, Kant war Mathematiker, Husserl war Mathematiker, Peirce war Mathematiker, kürzlich hatte ich sie noch alle parat, also jede Menge, die dann diesen mathematischen Geist in das qualifiziertere Denken namens Philosophie gebracht haben, aber dabei handelt es sich immer um die mehr oder weniger formale objektivistische Logik, wo eben die Form zählt und der Allgemeinbegriff gut genug ist, um dann den gegeneinander abzurechnen mit vorgefertigten Definitionen,
wo allein zählt, ob es da innerbetriebliche Widersprüche gibt. Aber mit dieser Methode kommt man auf nichts Neues. Also so wie das von der Logik gilt, dass man nur mit Logik allein auf nichts Neues kommt. Und deshalb sind diese Beweis- oder widerspruchslogischen Methoden gut genug, um im Nachhinein ein Prüfungsverfahren durchzuführen. Aber damit, und der beste Beweis ist, dass die sogenannten Gegebenheiten bis auf den heutigen Tag nicht in ihrer Tragweite untersucht worden sind. Das ist für mich der beste Beweis dafür, dass man mit diesen üblichen Methoden auf sowas nicht kommt. Und schon gar nicht, wenn man mehr oder weniger im Auftrag denkt. Und dass solche Denker sind alle diejenigen, die als angestellte Professoren an irgendeiner Universität tätig sind. Ganz egal, um welche Wissenschaft es sich da handelt. Letztlich schwebt über dem Ganzen ein Geist der Autorität, ein Geist des Rationalismus, der Logik und einer Vernunft, die im Grunde genommen letztlich im Staat, in der Macht des Staates gegründet ist. Und so etwas widersprechend hat keinen Bestand, kann nicht gegenüber der Vielzahl andersartigen Denkens und im Grunde autoritären Denkens bestehen und kommt auch nicht hoch. Dazu braucht es Leute, die wirklich unabhängig sind und dann auch die entsprechenden radikalen Fragen zu stellen wagen, wie etwa, was wäre, wenn es keine objektive Erkenntnis gäbe, und da nicht zurückschrecken, das wäre schlimm, das kann ja gar nicht sein, ist ja unmöglich. Dabei ist es nur der Schritt von der objektiven zur subjektiven Erkenntnis. Es wird deshalb weiter einen Fortschritt im Wissen geben, in der Erkenntnis und auch in Bezug auf Wahrheiten, aber immer relativ zu dem, was bisher war. Da wird es sicher einen Fortschritt geben. Aber in Bezug auf das alles, was nicht gewusst wird, von einem Fortschritt zu reden, das ist eher Optimismus oder Idealismus. Weil mit zunehmendem Wissen ergeben sich zunehmende Fragen. Und es wird eher die Anzahl oder die Quantität dessen, was als unzureichend in Bezug auf Wissen und Erkenntnis angesehen wird, mehr. Also die Erkenntnis ist eher die, dass man mit zunehmender Erkenntnis immer mehr erfährt, was man alles nicht weiß, in einem sokratischen Sinn. Der ungeheure Erfolg in der Materie, auf Seiten die Materie, das sind alles Materie, existiert genauso wenig wie Obst, existiert gar nicht, ist nur ein Hilfsbegriff. Raum und Zeit existiert auch nicht als existierend, als nachweisbar. Es ist bloß, der Raum ist bloß ein Nichts. Und die Zeit ist etwas, das man künstlich im Vergleich zu irgendwelchen Abläufen dann als Maßstab festgelegt hat. Aber auch nur ein subjektiver Faktor. Letztlich zählt das subjektive Empfinden einer Geschichte sozusagen, eines Wachstums und auch eines Absterbens, und dabei geht es immer um Nutzen und Zwecke, Bedürfnisse, die erreicht werden oder nicht erreicht werden. Und wie Whitehead da schreibt, hat die Philosophie wurde unversehens vor die Aufgabe gestellt,
wer war das? Was waren das für Leute, die diese Abstraktionen als konkreteste Darstellung der Tatsachen akzeptieren? Das waren und sind immer nur die mittelklassigen, drittklassigen Köpfe, denen die das, was bisher alles an Erkenntnis sich angehäuft hat, Autorität genug war, um kein Jota davon abzuweichen. Kritische Köpfe waren da nicht dabei. Und deswegen ist auch die moderne Philosophie, die ist nicht ruiniert worden, weil die Philosophie hat es noch nie gegeben. Die Leute, die wirklich was am Kasten gehabt haben, die sind in der Regel in der Versenkung verschwunden und immer nur durch einzelne Sätze in Erscheinung getreten, aber so gewürdigt, wie sich das in einem Geist der konstruktiven Kritik gehört, das ist nie geschehen. Denn dann wäre man schon längst, weil Anzeichen hat es immer schon genug gegeben. Die müssten nur alle auf einen Platz gesammelt werden und dann mit einer Dringlichkeit und mit einer Werf, die sich nicht ablenken lässt, dann immer und immer wieder durchgesetzt werden. So dass die Leute mit den schlechteren Argumenten, die nur außer intellektuelle, außergeistige Faktoren dazu gebracht hat, ihre Stellung zu behalten, diese Leute müssten dann von selbst sich verziehen. Aber bis dahin wird wohl noch das eine oder andere Jahrzehnt verstreichen, bis dann die Generation kommt, die sich nicht mehr einlullen und einseifen lässt mit allem möglichen suggestiven Manipulationen, die genug haben dann in diesen Zuständen der Verlogenheit, der Falschheit. Genug lamentiert, es geht weiter und jetzt komme ich schon wieder zu einem solchen Mittelpunkt. Ja, jetzt weiß ich nicht. Eigentlich müsste jetzt Mautner angehen. Egal. Noch ein kurzer Blick auf die Uhr. 9 Minuten noch. Pearls, Häfferlein Goodman, Anarchist, Pearls, Gestalt, Psychologie ist hier Gestalttherapie. Es war dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der anscheinend große Wurf dann in der Psychologie. Gestalttheorie, alles bloß mehr in einer Gestalt zu sehen. Aber Gestalt ist auch wieder ein typisches Beispiel für diese Abstraktionen. Da wurde auch von allem anderen, von den einzelnen Teilen abstrahiert. Und dann war der Blick auf das Ganze, da war dann das Entscheidende. Die Gestalt des Ganzen und daraus sollte dann eine neue, andere Auffassung, effektivere oder was weiß ich, Auffassung, aber immer in Bezug auf Nutzen und Zweck da erwachsen. Pearls, Häfferlein, Goodman schreiben hier, viele Menschen leben permanent in Trance, was ihr nichtsprachliches Erleben angeht. Und da sie außer einem gewaltigen Haufen in Worte gekleideter Gedanken fast nichts gewahren, halten sie die Worte fast schon für die ganze Wirklichkeit. Also auch hier wird gewarnt davor, die Worte mit einer Wirklichkeit zu identifizieren,
Und der Vorwurf geht dahin, dass sich dieses, das nichtsprachliche Erleben dieser Menschen in einer Art Trance, sie in eine Art Trance versetzt, also ein Schlafwandeln, so ungefähr, also nicht wach sein, sondern und wie unter dem Befehl eines Hypnotiseurs, so ungefähr. Und der Sprachschatz dieser Leute ist dann, dabei handelt es sich um einen Haufen in Worte gekleideter Gedanken. Da ist also im Prinzip nichts dagegen zu sagen, dass sich Gedanken in Worte kleiden. Das ist im Grunde genommen eine Notwendigkeit. Es kommt all dem auf die Qualität dieser Gedanken an. Und inwieweit die Worte dann die dazu passenden sind. Glaube weiter. Und, was eigentlich? Scroller. Meiner Griffhand. Karl Marx kommt hier nochmal zu Wort. Technik und Herrschaft von Otto Ulrich. Unter der Herrschaft der formalen Logik ist der Begriff des Konflikts zwischen Wesen und Erscheinung entbehrlich, wenn nicht sinnlos. Dieser Konflikt, jetzt nicht dieser Konflikt zwischen Wesen und Erscheinung, sondern beim Marx heißt es auch, wären Wesen und Erscheinung nicht unterscheidbar, gäbe es keinen Grund für Wissenschaft, also gäbe es keine Wissenschaft. Und das ist selbstverständlich ein Irrtum, weil ist auch hier überhaupt Karl Marx ein Utopist, möchte man fast sagen, ein Idealist, ganz entgegen seiner eigenen Meinung, was jetzt die Rolle der Wissenschaft in der Zukunft angeht. Da war er einfach viel zu unkritisch, weil er sich von der Wissenschaft den großen Wurf für den Sozialismus erhofft hat. Im Grunde genommen nichts als eine Hoffnung, weil er daran glaubte, wie jeder Rationalist, dass eben das Verstandesvermögen, das prinzipielle Verstandesvermögen, das allen Menschen im Grunde genommen eigen ist, dann auch in der Lage ist, die Wahrheit zu erkennen über den in Bezug auf den Kapitalismus und Sozialismus und was weiß ich. Und das ist in jedem Fall, hat sich auch herausgestellt, bis auf den heutigen Tag. Auch Kant war so ein Rationalist, der gedacht hat, Leute sind auch vernünftig, aber es sind zu wenige. Die Masse der Menschen lässt sich auf eine ganz bestimmte Art von Bedürfnis und Interesse hinlenken, das aber kein intellektuelles ist. Und damit ist in einer Organisation von Staat und Gesellschaft, wo die Mehrheit zählt, ist diese Masse als ungebildete und unvernünftige Masse der Maßstab, auf den hin die Argumente geformt werden, die dann auch nur dazu dienen, diese Masse für sich zu gewinnen, um dann Machtpositionen zu erhalten. Also dieser Konflikt oder dieser Unterschied von Wesen und Erscheinung. Wesen, das ist die Allgemeinheit, das ist die Wissenschaft. Man will das Wesen des
das Wesen des Phosphors von mir aus oder das Wesen des Menschen jetzt ergründen, die Natur des Menschen, um dann alles Mögliche abzuleiten. Und die Erscheinung ist nur, die Erscheinung ist das Irrationale mehr oder weniger. Das Phänomenale, das bloß erscheint, und aus diesem, was bloß erscheint, muss dann irgendwie ein Wesen gemacht werden, das dann in seiner Allgemeinheit ein Gesetz darstellt, das geformt dann dazu dient, allen anderen Menschen Vorschriften zu machen zu können. Und somit ist dann alles in Ordnung und geregelt und organisiert. Und jetzt wäre wieder so eine Art Hausaufgabe für die Flohfaller des Gleichsatzkanals. Weswegen ist der Gedanke der Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung als, nehmen wir mal das mit der Wissenschaft, ist vielleicht einfacher, als Grund für alle Wissenschaft irrtümlich. Und dann, da bei dieser Gelegenheit könnte man dann die Begriffsbildung, wie sie seit 60 Folgen und noch mehr in der Kategorienbesprechung Objektivität abgehandelt wurde, dann hier zum Besten geben, wie das funktioniert. Dem ungeformten, völlig ungeformten irgendetwas, unter welchen Bedingungen, Voraussetzungen da, wenn irgendetwas plötzlich als Erkenntnis aufscheint, Erkenntnis sowieso nicht, aber eben als ein Begriff, das reicht dann schon mal. Wenn man das richtig kapiert hat, dann ergeben sich alle anderen Fragen schon so ziemlich, muss man das bloß mal den Grundgedanken bloß mal durchdeklinieren, und schon lichten sich alle möglichen Nebel. Mittlerweile mein Zeichen erhalten, Schluss zu machen, was hiermit geschieht. Peace, das ist das Peace-Zeichen für alle. Ist es gar nicht, ist das Victory-Zeichen. Egal. Wenn es einen Gewinner gibt, dann bin das sowieso ich. Der permanent Strebende ist ein Jünger der Unendlichkeit.